Ida Planziegel. Das 50 cm starke Ziegelmauerwerk garantiert mit seinen sehr guten Wärmedämm- und Speicherwerten den höchsten Wohnwert und niedrige Heizenergiekosten ein Leben lang. Mit Ida Planziegeln ist das Aufmauern eine leichte Sache. Millimetergenau plangeschliffen, fügen sie sich passgenau aneinander. Der Ederplan XP50 Trionic besticht mit einem sensationellen U-Wert von 0,15, ist Passivhaus-zertifiziert und durch seine 20 cm Höhe besonders leicht zu setzen. Der Ederplan XP50 Plus hat einen Wärmedämmwert von 0,16, ist 25 cm hoch und ist der beliebteste Planziegel Oberösterreichs. Für einen zeitgemäßen Wärmeschutz empfehlen wir, die Außenmauern mit deckelndem Planziegelmörtel zu verarbeiten. Zum Schutz vor aufsteigendem Wasser wird eine Feuchtigkeitssperre auf die Kellerdecke bzw. die Bodenplatte gelegt. Dann wird mit dem Nivelliergerät der höchste Punkt ermittelt und mit Anlegebehelf und Alulatte die ausgleichende Mörtelschicht aufgetragen. Die passgenaue Mörtelschicht gleicht Bodenunebenheiten aus und ist die Basis für das exakte Planziegelmauerwerk. Zur optimalen Dämmung empfehlen wir, die erste Ziegelschar aus 38er Planziegel zu errichten. Diese kann je nach Sockel- oder Raumhöhe 20 oder 25 cm hoch sein und wird mit der Kellerdecke bzw. der Bodenplatte bündig versetzt. Mit dem Eckstein beginnend wird die erste Schar nach Schnur gesetzt. Jeder Ziegel wird mit Hilfe von Wasserwaage und Gummihammer genau eingerichtet. Ab der zweiten Schar wird mit Deckelmörtel gearbeitet. Dieser wird zur optimalen Aufbereitung mit einem Rotationsmischer angerührt. Zuerst kommen 8 bis 8,5 Liter sauberes Wasser in eine saubere, runde Mörtelwanne. Anschließend wird der gesamte Sackinhalt des Planziegelmörtels dazugeleert. Die Masse wird 1 bis 1,5 Minuten durchmischt und dann 3 Minuten ruhig stehen gelassen, bevor sie noch einmal kurz zu einem klumpenfreien, homogenen Frischmörtel gerührt wird. Zum Auftragen kann zwischen zwei Deckelmörtelrollen gewählt werden. Die vollständig gefüllte Mörtelrolle wird mit dem Anschlag zur Außenseite des Mauerwerks kontinuierlich in Arbeitsrichtung aufgetragen. So entsteht eine gleichmäßige, nahezu vollständig geschlossene Mörtelschicht, die sich zwischen die Ziegel reinlegt. Das Setzen der Ziegel beginnt. Der Mörtel haftet sofort und erlaubt ein zügiges Arbeiten ohne aufwendige Ausrichtzeiten. Im Eckverband ergibt sich durch die 20 cm Ziegellänge automatisch ein optimales Überbindemaß von 10 cm. Der Vorsprung wird später mit der Kellerdämmung überdeckt. Ederplanziegel sind besonders leicht und schnell zu schneiden. Ideal zum sicheren Schneiden eignet sich eine Ziegelschneidmaschine mit Nassschnitt. Sie minimiert die Staubbildung und ist leicht zu bedienen. Später Innenwände stehen sollen, werden Maueranker in die Fugen der Außenwände eingelegt und um Verletzungen vorzubeugen, gleich nach unten gebogen. Beim Setzen der Innenwände werden sie waagrecht hochgebogen und in die Lagerfuge eingebunden. Jetzt geht es ruckzuck. Reihe um Reihe gleiten die Ziegel ineinander und werden nach Schnur gesetzt. So entsteht schnell ein hochwertiges, festes Mauerwerk. Für einen optimalen Lichteinfall bei Tür- und Fensteröffnungen empfehlen wir den Eder-Leibungsstein. Dieser ist im Innenbereich abgeschrägt und sorgt für helle Räume. Die Innenwände werden mit Dünnbettmörtel errichtet. Es handelt sich um denselben Planziegelmörtel wie beim Außenmauerwerk. Er wird lediglich mit einer anderen Walze so aufgetragen, dass 3 bis 5 mm hohe Mörtelspitzen auf den Ziegelstegen haften. Stoßfugen bis zu 1,5 cm werden mit Isoliermauermörtel verschlossen. Bei größeren Zwischenräumen sind die Ziegel in entsprechender Länge zu schneiden und die Stoßfugen auszumörteln. Bei Arbeitsende und längeren Arbeitsunterbrechungen muss die Mauerkrone bzw. alle Öffnungen des Mauerwerks abgedeckt werden.
Parapette sind am besten gleich dauerhaft regensicher mit Deckelmörtel zu verschließen. Der Vorsprung beim Anschluss Kellerdecke wird ebenfalls mit Deckelmörtel luftdicht verschlossen. Um das Eindringen von Deckenrostbeton in die Ziegel zu verhindern, wird eine besandete Dachpappe nach der Deckenummauerung aufgelegt. Im 50er Mauerwerk ist eine großzügige Dämmung von 18 cm sinnvoll. Nach getaner Arbeit werden die Arbeitsgeräte sauber gereinigt. Das ist für ein problemloses Weiterarbeiten wichtig. Mit IDA-Planziegeln bauen Sie leicht, sicher und besonders energiesparend. Für viele Generationen und mit hoher Wertsicherheit. IDA. Zukunft bauen.